Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wettertalk Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe mir wieder Diplom-Meteorologen Dr. Ronald Eichsmann natürlich eingeladen. Hallo, Herr Dr. Eichsmann. Ja, hallo. Freue mich, hier zu sein. Super. Wir werden jetzt heute über ein etwas brenzliches Thema sprechen, nämlich die Feuer. Da ist ja jetzt letztens in Kalifornien eins ausgebrochen. Wieso entstehen solche Feuer überhaupt, sofern es eben keine Brandstiftung ist? Also Kalifornien ist ja derzeit oft in den Nachrichten und hat einfach damit zu tun, weil Kalifornien mit die meisten Sonnenstunden hat, gerade sozusagen im Westen der USA. Und das Problem, die Herausforderung ist wieder ein globales. Ne? Also das bedeutet, wir haben extreme Hitze und das eben über eine sehr, sehr lange Zeit. Und damit kommt die Trockenheit auf den Plan und das bedeutet, man kann eigentlich die Uhr danach stellen. Und dann ist es fast schon nebensächlich, ob das eine Lupe ist, ob das Glas ist, ob das Brandstiftung ist. Man kann darauf warten, dass es dann losgeht. Das ist aber ein Problem, was nicht nur in Kalifornien ist, sondern wenn man genau oder aufmerksam in den Nachrichten ist, das ist ein Problem weltweit. Ja. Warum ist es denn so schwierig, diese riesigen Feuer zu löschen? Was brauchen wir da eigentlich von der Natur? Der Mensch kann es ja irgendwie manchmal nicht. Ja, also grundsätzlich, wenn es erstmal da ist, was schon schlecht ist, das Problem ist immer, wo ich Wärme habe oder extreme Hitze habe, da habe ich Wind. Und wo ich Wind habe und gerade das Feuer, das wird ja genährt durch Sauerstoff. Also es ist quasi ein Brandbeschleuniger. Und in dem Moment bin ich quasi in so einem Teufelskreis. Ich komme dagegen nicht an. Und solange ich dann diese Trockenheit und diesen Wind habe, bin ich auch fast als Feuerwehrmann, auch wenn da 15.000 Leute irgendwo vor Ort sind, fast schon sozusagen auf einem Posten, der irgendwie quasi nicht zu lösen ist. Heißt also im Klartext, im Endeffekt bei diesen großen Feuern muss man immer wieder trotz menschlicher Eindämmung immer damit hoffen oder einfach ganz fest der Meinung sein, hoffentlich wird das Wetter wieder schlechter, sprich Feuchtigkeit kommt, damit quasi dieses Großflächige dann zu Ende geht. Ja. Genau, und wir hier in Mecklenburg-Vorpommern, hier in Wismar, sitzen ja quasi nur vom Fernseher und sehen das Feuer im Fernsehen. Wie kann das Feuer denn jetzt in Amerika uns vielleicht beeinflussen? Merken wir irgendwas, Hitze, merken wir Ruß, was... Ja. Also grundsätzlich kann uns das auch natürlich jederzeit hier, ne? Wir haben zwar nicht die großen Flächen, kann uns also quasi auch mal treffen, derzeit natürlich nicht, aufgrund der Witterung in den vergangenen Wochen, aber das stimmt schon, wir haben auch die Möglichkeit, dass auch die Feuer, die wirklich tausende von Kilometern entfernt entstehen, auch bei uns landen im Sinne von Ruß. Also das heißt, das ist feinster Ruß, die kommen nicht nur aus den Dieselmotoren, sondern gerade wenn so großflächig diese Brände sind, so wie in Kalifornien, dann haben wir echt das, was heißt das Problem, aber dann, wenn die Klimaverhältnisse günstig sind, günstig im Sinne von, dann kommt auch wirklich diese Partikel, diese Ruß, diese Dreckschicht auch teilweise bis Mitteleuropa und dann bis zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt nicht, dass auf einmal alles dunkler wird, aber grundsätzlich diese wirklich diese stark staubhaltigen Schichten, die schaffen es bis Mitteleuropa, auch bis Mecklenburg-Vorpommern. Das hängt immer ganz von der Situation ab. Wie würden wir das denn merken? Sehe ich plötzlich auf dem Fensterbrett draußen so eine schwarze Rußschicht oder? Nicht wirklich. Also, also wenn es extrem ist, dann haben wir das. Also ich würde fast mal sozusagen, wenn wir sowas im Mittelmeer haben, da haben wir noch genug Dichte, also genug Dreck in der Atmosphäre, die dann sozusagen ausregnen kann, dann sieht man das. Das gleiche gilt ja für Sahara-Staub auch. Für Kalifornien, da ist der Atlantik dazwischen, der ist doch dann etwas groß. Das heißt, da muss es schon so hoch gehen an Staub, dass das quasi mit Wettern wenig mehr zu tun hat. Teilweise oberhalb des Wetters, so dass wir möglicherweise eine Farbgebung bei den Sonnenuntergängen was sehen können. Etwas anders als klassisch dieses Orange-Gelb. Aber ansonsten sind wir quasi, was die Reinheit der Luft anbelangt, mehr oder weniger schmerzfrei. Also da kann uns hier nichts passieren. Ja, ja, das sind ja schon mal auf jeden Fall ganz gute Neuigkeiten hier für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt wollte ich aber noch fragen, ja, wie wird denn das Wetter sonst so hier bei uns, hier in Wismar, in Mecklenburg-Vorpommern? Auf was können wir uns einstellen? Sie sehen, liebe Zuschauer, der Himmel wird jetzt etwas blauer hier schon hinter uns am Wismarer Hafen. Ja, Herr Eichsmann. Also wir sehen ja, dass, oder wir haben noch alle im Gedächtnis, dass es doch letzte Woche, in den letzten zwei, drei Wochen etwas übel war. Übel im Sinne von, also die Natur freut sich natürlich sehr viel Regen, das brauchen wir auch, unabhängig jetzt von der Ernte. Jetzt wird aber der Schalter umgelegt oder wir sind gerade dabei. Also das bedeutet, von dem sehr windig, sehr feucht, sehr kühl, haben wir jetzt eine sehr schöne, stabile Hochdruckwetterlage. Also Hochdruck heißt nichts anderes als diese Wolkenreduzierung, Auflösung. Und das haben wir jetzt gerade hier. Das können wir gerade auch schön sehen. Und ich hoffe auch, dass in ganz MV man das so beobachten kann, dass diese tiefen Wolken wirklich nur harmlos sind. Das heißt, also aus meiner Sicht in den nächsten Tagen, also einschließlich dem Wochenende und auch in der nächsten Woche, sehe ich eigentlich sehr angenehmes, sehr trockenes, sehr spätsommerliches Wetter. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir noch unseren Spätsommer auf jeden Fall. Ja, Herr Dr. Eichsmann, vielen Dank. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, Sie werden jetzt auch noch das schöne Wetter genießen, den hoffentlich aufkommenden blauen Himmel. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem neuen Wettertalk wieder. Auf Wiedersehen.